So, Leute, das ist jetzt nicht meine Folierung, aber wie ihr seht, die Scheiben sind getönt. Und ich kann euch auch sagen, wie das wahrscheinlich das gemacht wurde. Und zwar. Jo, hi, ich habe gerade einen Stream gestartet, weil ich habe gerade herausgefunden, wie man Scheiben doch tönen kann. Ja. 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 Du kannst auf alle Fahrzeuge packen, die Reifen. Also, ich glaube, du kannst die Scheiben, also man kann die Scheiben wahrscheinlich. Warte. So nicht. Seite, rechte Seite, Vorderseite. Ja, kann ich. Terreal. Metallisch, Standard, Chrom. Ach so! Glaube ich. Warte mal. Oh, matt. Hinzufügen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Material. Primitivmuster, Rennlogo, Schriftart, 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 Lokal. Eigentlich sollte man ja seit neuestem Sticker. Ja, auf die Scheiben auf jeden Fall. Verzerren, Transparenz. Ha. Menü. Ah, warte mal. Horizontal löschen, kopieren. Stick auf Fenster aktivieren. So. Du musst, da steht. Ich kann das jetzt gleich erklären. Guck einfach im Stream, wie ich das gemacht habe. Warte. Menü. Also, Form wechseln, Horizontalspiegel. Erstmal mache ich mal löschen. Hey, was ist denn das jetzt? Aber guck mal, hier steht, wenn ich jetzt auf Menü drücke, Sticker auf Fenster. Warte mal. Aktivieren. Aktivieren. Ja, nehme ich mal das. Ah so, okay, hab's. Okay. Nehmen. MQ0. Farbe ändern. Stempel. Also, man kann die Scheiben tönen, indem man einfach Option drückt. Und dann müsst ihr Sticker auf Fenster aktivieren. Und dann. Ja, ist eigentlich auch schon alles fertig. Würde ich nur mich mehr mit diesem Modus beschäftigen, könnte ich jetzt auch ein bisschen besser damit arbeiten. Und zwar Option aktivieren. Weil ich jetzt jemand bin, der sein Auto eh schwarz haben will.
Kann ich einfach alles schwarz machen? Komplett Auto schwarz. Ja. Hast gesehen wie? Oder soll ich noch mal zeigen? Wir waren. Adi, ich will halt noch eine Sache ändern. Also da muss ich jetzt ein bisschen mehr tricky dann arbeiten. Ich werde auch die ganze Zeit vor Leuten in die Party eingeladen, ne? Lura. Ich lade die mal ein. Material. Dies sieht geil aus. Haha. Dann irgendwie jetzt noch mit so. Hast du jetzt eigentlich gesehen? Also nee, Mr. Punkt Mao Zero habe ich vorhin MQ Zero gesagt. Diese Zeiten. Hi. Ja, mache ich sofort. Also, guck, du machst einfach Option. Ne, warte. Oh, keine Ahnung. 90er. Speichern erstmal, warte mal. Ich mache das auf einem anderen Auto, weil ich glaube, weil ich hier jetzt schon so einen Kack drauf habe, ist das immer so schwierig. Nehmen wir mal. Was ist der Egoist da? Den hier. Anpassen. Durch Verzierungen, wie immer, meine. So. Und dann nimmst du einfach. Ne, warte. Zuerst muss man das erst einfügen. Und so. Hier. Nachdem du Dings ausgewählt hast, Sticker auf Fenster aktivieren. Mit welchem? Wie?
Welchen? Also, du kannst das, da gibt es ja verschiedene Sachen. Wie zum Beispiel, bist dann schneller, also du kriegst Windschatten, kriegst mehr Geld, mehr Nitro und so, das kannst du da ändern. Weißt du, was ich meine? Soll ich zeigen? Okay. Hey, warte mal, ich bei den Wagen Fullset. Hey, wieso habe ich im Fullset? Also ich habe das. Ah, okay. Das vom Chiron raus, genau. Den kriegt man am zweiten Event. Das erste. Ich will die Reifen halt vom ersten haben. Boah, jetzt muss man auch noch so viele Autos umändern, ne? Gar keinen Bock. Ich beende den Stream jetzt einfach mal. So, da, so kann man auf jeden Fall die Scheiben turnen. Ja.